Stell dir vor, du bist gerade nach Hause gekommen. Du tastest deine Taschen ab und merkst, sie sind leer. Du guckst in deinen Rucksack, Jacke, auch leer. Dein Handy ist weg. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Verdammt, wo bin ich lang gegangen? Was, wenn es jemand gefunden hat? Wenn jemand meine Bilder sieht, meine Chatverläufe. Du fängst an, danach zu suchen. Dein Puls schlägt schneller und du bekommst ein unwohles Gefühl. Ja, vielleicht kommen dir sogar Tränen. Du kannst nicht schlafen. Du hast so viel mit deinem Handy gemacht. Und jetzt ist alles weg. Es tut dir weh. Dieser Schmerz ist kein Schmerz, weil dir etwas zugestoßen ist. Deinem Körper geht es gut. Du hast keine Verletzung, aber es tut im Herzen weh. Jetzt frage dich selbst, warum fühlst du dich so, wenn du dein Handy verlierst? Aber nicht, wenn du siehst, wie sich deine Freunde mit eigenen Händen in Jahannam werfen. Oh, mein Bruder, du siehst deine Freunde auf Partys gehen, lästern und mit fremden Frauen schreiben. Und anstatt sie davon abzuhalten, würdest du am liebsten mit ihnen tauschen. Oh, meine Schwester, du siehst, wie deine Freundin mit Jungs flirtet und über andere Mädchen herzieht. Vielleicht stellst du dich sogar dazu. Nicht mal, wenn du selbst Sünden machst, stört es dich. Im Gegenteil, du hast Spaß dabei. Es gefällt dir, die Blicke der anderen zu spüren. Du genießt diese Art von Aufmerksamkeit. Lügen, um ein paar Lacher abzugreifen, andere klein zu machen, damit man sich selbst groß fühlt. Du machst Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala hasst, Tag für Tag und bereust nichts. Es trifft dich nicht und bereitet dir keine Sorgen. Und wenn du doch Reue verspürst, vergeht es nach kurzer Zeit. Es vergehen einige Tage, in denen du versucht hast, es besser zu machen. Doch dann fällst du zurück in die Sünde. Woran liegt es, dass unser Herz trauert und schmerzt, wenn wir etwas verlieren? Aber nicht, wenn wir uns Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber aufgelehnt haben. Was lässt uns diesen Schmerz verspüren? Es sind die Verständnisse, die du in dir trägst. Dinge, die du für richtig und wahr hältst. Der eine orientiert sich im Leben daran, ob ihm etwas gefällt, Spaß macht oder er persönlichen Nutzen daraus zieht. Der andere achtet darauf, eines Tages vor Allah zu stehen, ohne seinen Zorn auf sich gezogen zu haben. Wenn du dein Handy verlierst, hast du nicht einfach nur ein Handy verloren. Du hast etwas verloren, das dir viel Nutzen gebracht hat. Alle Nummern, die du gespeichert hast. Alle Bilder, die keiner sehen darf. Die Chatverläufe, für die du dich in Grund und Boden schämen würdest. Es ist nichts anderes als ein Verständnis, weshalb dieser Verlust so schmerzt. Du siehst den Nutzen, den du durch das Handy hattest, und einen Verlust ohne dein Handy. Wenn du Haram machst, siehst du darin etwas Gutes. Du denkst dir vielleicht, wenn ich ihre Nummer bekomme, komme ich auf meine Kosten. Dann bekomme ich das, was ich von ihr möchte. Du denkst nicht, Allah sieht mich und ich werde mich rechtfertigen müssen. Allah ist streng im Strafen. Ich sollte lieber aufhören. Das ist so, weil der eine danach handelt, was Allah gefällt, und der andere nur danach handelt, was ihm selbst gefällt. Es ist nur ein Verständnis, weshalb der eine den Ungehorsam gegenüber Allah als etwas Schlechtes und Schmerzhaftes wahrnimmt. Denn ihn treibt die Gottesfurcht an. Und der andere sieht den Haram als etwas Belangloses, denn ihn interessiert nur sein persönlicher Nutzen. Meine lieben Geschwister, fragt euch selbst, warum stört es mich nicht, Haram zu machen? Wie kommt es, dass es mir schwerfällt, Allah zu gehorchen? Was ist mir das Wichtigste im Leben? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wem Allah Gutes geben will, dem gibt er Verständnis im Dien. Deswegen, meine geliebten Geschwister, lernt die Verständnisse des Islam kennen, damit wir die richtigen Entscheidungen im Leben